Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, ich würde sagen, wir machen uns einmal auf den Weg nach, ich glaube, Okara war das hier, oder? Okara, genau. Und sagt denen Bescheid, hier, wir haben hier alles freigeräumt. Wir haben auch mittlerweile hier, wo sind sie? 11 Feuerkelche. Einer fehlt uns noch. Keine Ahnung, wo wir den 11. herbekommen. Und ich frage mich, wo ist denn eigentlich Lars hin? Hier gab es noch. Wo ist Lars hin? Ist er tot? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, oh, hier ist noch eine Axt. Die nehmen wir mit. So, hier Grompel liegt auch noch. Und da haben wir ein Wildschwein. So, komm, triff den doch. Ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt wieder los? Dass ich nicht treffen konnte. Unglaublich. So, wir sind bei 61 Fleisch. Bei 60 Fleisch. Entschuldigung. So, speichern wir nochmal und dann gehen wir Richtung Okara und sagen da einmal Bescheid. Und dann. Achso, das war ein normales Wildschwein. Die Angriffslust von den Wildschweinen geht mir so derb auf den Sack. So. Ach, das war das schnellste. Das ging am schnellsten zu denen, okay. Müder Rebell. So, Rebell. Lagerfeuer, Rebell, Rebell. So, Lagerfeuer bitte wieder. Mit das Lagerfeuer. Ein schönes, warmes Feuer. So, hier noch mal 6 und davon noch mal 2. So, waren die hier? Da sind die Ripper. So, noch ein Rebell. 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 Noch ein Rebell. Hier ist wieder ein seltsamer Pilz. Wofür ich immer noch keine Ahnung habe, wofür wir die brauchen. Ich habe immer noch nicht gegoogelt, wofür die sind. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Kann dir doch egal sein. Am besten du erledigst das. Ist das dein Ernst? Wo ist Anno? Freeman. Zeig mir deine Ware. So, die beiden wollte ich haben. Der hat 12.000. Komm, der darf die Besen haben, die Bürste. So, die Goldpokale darf er haben, die Hämmer darf er haben. So, davon darf er fast alle haben. So, die Klauen darf er haben. Die Laute, die Dinger. So. Das darf er haben, die darf er haben. Noch behalten wir. Das hätte ich dir vorher sagen können. Die darf er noch haben, das, das. Ach komm, er darf die komplett haben. Die Schweinhauer und die Zähne. So, was haben wir hier, was wir nicht brauchen? Das brauchen wir definitiv. Dann das und das. So wie davon alle 4. Und den. Dann hier haben wir die Dinger wieder. Schön. Maximal Lebensend, Amulett der Lebenskraft.
Plus 20, kann er haben. Das, das, das und das. So, rostige Zweihänder, darf er alle haben. Paladinschwert behalten wir noch. Bastardschwerde darf er haben. Nein, der darf. Ich will erstmal das meiste loswerden. So. Die normalen Schwerter darf er haben. Die darf er auch haben. Das hätte ich dir vorher sagen können. Am besten, du hältst dich da raus. So, schade, dass er keine Paladin-Rüstung hat. Die hätte ich jetzt gerne genommen. Ich weiß, Mann, ich weiß. Am besten, du hältst dich da raus. So, warte mal. Warum nicht? Hör bloß auf mit der Scheiße. Goldausgleich, das kann er sich nicht leisten. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Du solltest meinen Rat annehmen. Nee, warte, mach mal die wieder weg. So, Goldausgleich, das wird er leisten können, okay. Dann machen wir den hier doch dazu. Möglich ist alles. Kann dir doch egal sein. Du solltest meinen Rat annehmen. So, nice, passt. Am besten du erledigst das selbst. Der letzte Scheiß. Jetzt brauche ich nur jemanden, der mir eine Pala-Rüstung geben kann. Hör bloß auf, ich weiß, Mann, ich weiß. Noch mehr befreite Sklaven? Nach da oben vielleicht? Hier komme ich nicht durch. Am besten, du hältst dich da raus. Ja, so. Als wenn das so einfach wäre. Rebell, Rebell. Noch ein Rebell. Hör bloß auf mit der Scheiße. Hier, Arno. Ich hörte von der Revolution. Silden ist wirklich befreit? So ist es. Verdammt gut gemacht, Fremder. Das lässt das Volk der Menschen wieder Hoffnung schöpfen. Möge Innos dich schützen. Ja, verkauf mir eine Dings. Zeig mir deine Ware. Ich denke so. Darüber nach. Du bist in Ordnung. Nice. So, 171.000 kostet das. Dann machen wir das Ding dazu. Die Assassinenschwerter. Die darf er noch haben. Das darf er noch haben. Du solltest meinen Rat annehmen. So. Am besten überlegst du es selbst. Am besten schon bei 37.000, was er jetzt kriegt von uns. Kann dir doch egal sein. So, was noch? Als wenn das so einfach wäre. Dann darf er Telekinese haben. Das hier, das. Das. Ich denk darüber nach. Die beiden und den hier. Du solltest meinen Rat annehmen. Wie viel würden wir für das alles bekommen? Wenn er so weitermacht, wir wären bei 42.000. Ich glaube, so viel Schnaps brauchen wir nicht. Am besten überlegst du es selbst. So, sonst haben wir nichts. Dann den Rest gleichen wir mit Gold aus. So. Dann tauschen wir das jetzt einmal. So. Paladin-Rüstung. Anok. Zeig mir deine Ware. Hier, das darfst du auch noch haben. So. Hat er hier sonst irgendwie was? Ne. Können wir das hier? Ne, benötigtes altes Wissen reicht mir nicht. Karmax Artefakt, Stärke plus 5. Alter Alchemistenring. Das ist ein Geldern gewesen, ne? Als wenn das so einfach wäre. Klar, warum nicht? So, wir haben endlich eine Pala-Rüstung. Am besten du hältst dich. Du solltest meinen Rat annehmen. Warte mal. Wie ging das nochmal mit dem Drehen, dass man sich selber einmal angucken kann? Ist das dein Ernst? Am besten du erledigst das selbst. Funktioniert glaube ich nicht. Ich würde mich gerne einmal selber ansehen. So, 11 Lernpunkte aber noch. Wolf fehlt nicht mehr viel bis zur nächsten Stufe. 56 sind wir super schon. Kann dir doch egal sein.
So, warte mal. Wir haben doch Gift hier, oder? Haben wir kein Gift. Aber den können wir jetzt trinken. So. 316 Leben. 192 Ausdauer und Mana immer noch 150. So, Okara braucht immer noch mehr Männer. So, Silden ist befreit. Hier, Rokos Höhle. Beseitige die 5 Anführer der Ork-Belagerung innerhalb und bringe Markus Feuerkleid zum obersten Feuermagier. Hier haben wir keine Quests mehr. Plündere die Höfe. Warum sollen wir in Trelis die Höfe plündern? So, okay. Also Okara ist froh, dass die befreit sind. Nemora ist wahrscheinlich für Geldern wichtig. Für Trelis weiß ich nicht, wer dafür hat. Oder Montera weiß ich auch nicht. Für Faring, weil... Ich würde jetzt eigentlich weiter Richtung Süden gehen wollen, einfach. Das können wir speichern. Und wir haben eine schöne schwarze Rüstung mittlerweile. Das Paladin-Schwert. Ich hätte gerne ein Rezept dafür. Wie ich den selber herstellen kann. So, hier geht's wieder zurück nach Silden. Wollen wir vielleicht noch Geldern befreien? Obwohl Geldern könnte noch ewig dauern. So, ich würde einfach weiter nach Süden gehen wollen. Ah! Die sind schon da. Die Rebellen. Am besten überlege ich das hier. Befreiter Sklave. Ich würde das gar nicht beachten. So, was hat er so im Angebot? Zeig mir deine Ware. Ein Bastardschwert. Wow. Den will ich nicht. Die... Nee. Ich würde gern Paladin-Schwert selber schmieden können. Ja, klar, du hast gut reden. Einige Dinge werden sich niemals ändern. So, Hatlot. Ich glaube, die freuen sich, dass die wieder normal leben können. Ich werde einfach abwarten. Ich weiß nicht, ob du damit rechnen. Hör bloß auf. Ist schon schlimm genug, wie es ist. So, was ist hier jetzt? Ich glaube aber Lars ist tot. Ich glaube, den finden wir nicht mehr wieder. Und dass da drin einfach ein Feuerkelch rumlag. Habe ich echt nicht erwartet. Kann es sein, dass in Geldern vielleicht auch noch einer ist? Ich würde sagen, wir gehen erstmal Richtung Trelis.
Obwohl, dort können wir auch nochmal Bescheid sagen. Bei denen. Das frei ist. So, nicht ihn. Auch nicht ihn. Will? Ich werde dich nun nach Silden bringen. Ich werde dich nun nach Silden bringen. Du Hämpfling, willst mich versklaven? Ich werde dich zerquetschen, du Mistkerl. Komm her! Leute, es gibt einen Kampf! Lass dir das nicht bieten! Will? Komm schon, ja! Das gibt's doch gar nicht! Besiege Will? Ich nehme das mal alles, habe ich gesagt gehabt. So, sorry, ich habe vergessen, Mikro wieder einzuschalten. In dem Moment. Will soll sich entspannen. Es ist wieder frei da hinten. Scheiße, tu das weh. Du wirst tun, was ich dir sage. Ich habe ja wohl keine Wahl. So, Will. Kommst du mit? Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Gab's hier sonst niemanden mit einem Namen? Will? Okay, fand ich jetzt ganz komisch. Aber egal, wir gehen dann weiter Richtung Krelis. Und dann von da aus nach Varant. Geldern ist, glaube ich. Also ich wollte jetzt eigentlich nur die Paladin-Rüstung haben. Die haben wir jetzt gehabt, bekommen. Hier lag einfach noch ein rostiges Schwert rum. Unglaublich. Was ich hier alles vergessen habe, übersehen habe. So, wie viel fehlt uns für die nächste Stufe noch? Knapp 3000. So, wo kommst du her? Da. Und dann von Treles rüber nach Varant. Also vielleicht kann ich auch den Bauernhöfen Bescheid sagen, dort bei Treles, dass Treles frei ist. Da! Okay, der hat kaum Schaden gemacht. Okay, ich find's krass, dass die Rüstung so gut ist, dass die jetzt von einem Lurker kaum Schaden gemacht hat. So, das heißt dann... Lassen noch mir viel zu viele Wölfe. Ich speichere einmal und dann will ich mal gucken, ob das vielleicht jetzt was bringt. Da! 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 Die, da, 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 da. Die machen gar keinen Schaden. Da! 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 Die machen gar keinen Schaden. Da, 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 da,
Ernsthaft jetzt? Da! Alter, wie geil! Du bist auch Stress, hä? Die haben gar keinen Schaden gemacht. So, alle Wölfe? Null, nix. Schutz vor Geschossen, 150. Schutz vor Zerschmettern, 150. Schutz vor Klingen, 150. Adanos Ring, Adanos Robe, Adanos Krone, Adanos Amulett. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben vier Artefakte von fünf. Auch Adanos Artefakte. Alter, aber wie geil, die haben gar keinen Schaden gemacht. Wie ist das dann, wenn wir jetzt gegen Waffen kämpfen, also bewaffnete Leute kämpfen? Und wie ist das dann gegen andere Tiere? Wie zum Beispiel hier jetzt eine Säbelzahnkatze, also Säbelzahntiger. Brauchen wir dann noch die Heiltränke oder so? Ist schon schlimm genug, wie es ist. Also einige Dinge werden sich niemals ändern. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. So, das geht nach Geldern. Ich will aber nach, ich will nach Varant. So, Sklave. Sklave. Pharmon. Hier, Cole. Ich begleite dich nach Nemora übrigens. Ich begleite dich nach Nemora. Das würdest du für mich tun? Klar. Endlich. Ich häng den Knecht an den Haken und werde Rebell. Meinst du, dass sie mich aufnehmen? Wir werden sehen. Okay. Sag mir, wenn's losgeht. Ja, lass uns nach Nemora gehen. Lass uns nach Nemora gehen. Alles klar. Folge mir. Ich hoffe, du weißt, dass ich im Kampf keine große Hilfe bin. Dann solltest du schneller laufen. Hatten wir die Quest nicht schon mal gemacht? Ich frage mich jetzt aber wirklich, halten wir jetzt alles aus? Es gibt einfach zu viele. So macht man das. So, Cole, geh weiter. Aber echt, dann in dem Fall kann ich jetzt alles auf mich ziehen, sagen wir so. So. Ich hasse die Biester. Da! Okay, ein bisschen Schaden machen die. Da! Ich hasse die Biester. Ein bisschen Schaden können die machen, aber nicht mehr so viel. Ich glaube, die Wölfe waren einfach zu schwach, was Schaden angeht. Nein. Ich wollte den Dämonenpilz.
So. Was wäre, wenn wir eigentlich die Städte wieder für die Orks erobern würden? Könnten wir das? Wenn wir die Rebellen da jetzt alle ausschalten? Dass er dann von Orks zurück übernommen wird? Dass er dann halt aber nur namenlose Orks dann rumhausen? So, da sind wir. Ich hoffe, die Rebellen werden mich hier aufnehmen. Danke, Fremder. Hier, ich gebe dir noch was für den Rückweg. Möge Innos dich beschützen. Okay, sag ich mal Russell Bescheid. So, oder hier Tyler? Nee? Obwohl, warte, Tyler. Zeig mir deine Ware. Hat er. Der hat nur ein Rezept für ein Langschwert. Schade. So, Kalen. Nee. Einige Dinge werden sich niemals ändern. So, Russell. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Der letzte Schatz. Ich weiß. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. So, wo ist jetzt Cole hin? Das gibt doch nur wieder Ärger. Ich werde einfach abwarten. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Am besten erledigst das und es kommt noch schlimmer. So, befreiter Sklave. Möglich ist alles. Rebell. Ich werde einfach abwarten. Tja, da Kippler. Ein wichtiges Problem. Und es kommt noch schlimmer. Zeig mir deine Ware. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Hat auch nichts Besonderes. Kann denn schon groß passieren? Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Wo finde ich ein Rezept, um ein Paladin-Schwert zu machen? So, das speichere ich trotzdem mal. Und ja, Stärke müssen wir noch auf 100 kriegen, 300 kriegen. Jagdgeschick bin ich mir nicht mehr so sicher, also ob wir das noch so weit kriegen wollen. So, aber altes Wissen müsste ich wirklich, damit wir die Krone tragen können, die hier auf 250 kriegen. Das wird schwierig. Außer wir gehen hier wirklich aktiv nur noch farmen, sagen wir so. Also richtig grinden, also jedes Lebewesen, was wir hier finden, vor die Nase läuft und so abmurksen. So, aber dann wäre eigentlich im Grunde nur noch Varant zu befreien, Geldern und Faring und halt den kompletten Norden. So, gibt's da noch die Trolle? Die Trolle sind nicht mehr da. So, vielleicht esse ich noch mal kurz was. So. Speichere ich noch mal. Wie sieht es eigentlich aus? Halten wir das jetzt eigentlich gegen die beiden da in der Arena aus? Wo war denn das? In Bakaresh, meine ich? Hier? Der Kampf um den Titel? Wir sind ja jetzt gleich in Braga. Ich glaube, wir fangen einfach mal von Bakaresh aus an, den Titel zu uns zu holen.
Und danach, nach und nach hier die anderen Orte. Vor allem auch eigentlich, ich würde den hier schon haben wollen, also als selbst hergestellt. Ich benutze den, ich ziehe den einfach mal. Komm, wir bleiben bei dem dann. Dann können wir das andere Schwert irgendwann verkaufen. Ich muss mir nur schlau machen, wie man seine Waffen segnen lässt. So, Tufail, Abbas. So. Wie konnte er da durch? Kannst du mir das erklären? Draußen sind jetzt keine mit Namen. Aber ich bewege mich erstmal in Richtung Dingens hier. Bakaresh, hol mir den Titel. Ich speichere einmal. Vielleicht schaffen wir jetzt die ganzen Schakale hier. Können die gar nichts mehr. Unglaublich. Die können mir echt nichts mehr. Wie sieht das dann bei den Minecrawlern aus und Sandcrawlern? Können die uns noch was? Gar kein Schaden. Die machen mir null Schaden, die Schakale. Ich fühle mich jetzt übelst okay. So. Jetzt ist nur noch die Frage, im Norden. In Nordmar. Wie viel können die mir noch? Beziehungsweise kommt auch immer auf die Menge des Schadens an, was die machen können. Okay, Feuerbaran kann noch ein bisschen Schaden machen. Können wir nachher wieder Gift herstellen? So, was ist das für eine Oase? Wer war da? Auch Warane.
Und irgendwo habe ich jetzt 10 Erfahrung bekommen. So, wie sieht's mit dir aus? Okay, die kann noch Schaden machen. Jetzt. Ja. Okay, das war knapp. So. Einmal das und so futtern. Okay, gegen Löwen wird es noch ein bisschen schwierig. Jetzt ist nur die Frage, wie sieht es in Bakarisch dann aus, wenn wir gegen Dingzi kämpfen? Gegen diese beiden da. Dann ist nur noch, also ich will dann wirklich wissen, wie viel Schaden die mir noch machen können. Die können mir gar nichts mehr. Alles, was die noch machen können, ist quasi... mich am Schlag hindern, sagen wir so. So. Ich fühle mich wirklich gerade unschlagbar. Okay, ich feiere das gerade. Wirklich. So, warte mal. Für wen war eigentlich das Geschäft mit Basil? Ein schmutziges Geschäft? Nee. Was hier? Oder hier? Nee. Hier war das? Okay, Zugang zu Ishtar werden wir uns noch anders holen, auf jeden Fall. So, wie sieht's hier mit Sancho? Es gibt schlechte Nachrichten. Ich bin nicht mehr bereit, ein Risiko einzugehen. Alle, die in Verdacht stehen, etwas mit der Sache zu tun zu haben, werden getötet. Jetzt stirbst du! Okay, die können mir auch noch Schaden machen. Sogar mehr Schaden, als ich gedacht habe. Jetzt wirst du sterben. Deine letzte Stunde hat geschlagen.
So, kann ich vielleicht ein paar von denen... Ich glaube, hier kommen die nicht hoch. Kann das sein? Okay, da hinten kommt einer mehrere mit dem Bogen. Okay, warte mal. Aber viel Schaden können die uns auch nicht mehr machen. Jetzt befreie ich die Stadt. War unerwartet. So, schnell einmal kurz Abstand. So, einmal hier trinken. Ah, du Scheiß. Unerwartet auf jeden Fall. So, die kam da aber nicht hoch, ne? So, So. Wer will mich töten? Kopfgeld Ben erreicht, hier geschlagen, nice. War jetzt aber auch unerwartet, dass ich hier jetzt dass ich das hier jetzt befreie. Ach, hier. Bleib stehen, du Hund. Da ist noch einer. Wo kommen die alle her? So, ich versuche mal einen Kopfschuss. Macht ein kleines bisschen mehr Schaden. Diese Pfeile erst in den Kopf stecken hat, unglaublich. Und dann versuche ich jetzt aber alle loswerden. Du nervst mich da gerade ein bisschen. Alter, Pfeil im Auge und der... So, wie sieht es mit dir aus? Bleib stehen, du Hund! Ich stehe, also... Das habe ich jetzt aber, muss ich ehrlich sagen, das habe ich jetzt echt nicht erwartet, dass die jetzt hier alle auf mich losgehen. So, was mit dir? Alter, wie viele Pfeile will er noch im Kopf haben?
Bleib stehen, du Hund! Ich glaube, jetzt können wir eigentlich wieder... So, Sancho. Hier geblieben. Heikli. So, nehmen wir alles mit. Das war jetzt wirklich unerwartet. So, für wen war denn eigentlich die Kopfgeldjagd hier? Also gegen wen? So, was haben wir hier? Sanchos Brief. So, hier auch nochmal wieder mitnehmen. So, wie sieht's mit den, ja, stimmt, wir können da jetzt eigentlich hoch. Hier, den seltsamen Pilz können wir endlich einsammeln. Ich speichere das. Das haben wir jetzt befreit. Aufgabe ist erfüllt. So, nehmen wir alles mit. Hätte ich vielleicht nicht mit Sancho reden sollen? Hier gab es nichts außer die Sklaven? Okay. So, die Truhe auch einmal leer räumen. Da können wir hier auch endlich mal alles Goldbrocken. Einfach mal endlich alles looten. So, ohne... Tatsächlich sogar ohne Probleme zu kriegen jetzt. Vielleicht finden wir hier noch was Gutes. Ein Apfel zum Beispiel. Oder Reis. Oder Wein. Oder vielleicht hat hier irgendjemand noch einen Feuerkelch da bei sich irgendwo. So, nochmal magisches Erz. Vielleicht finden wir jetzt auch nur tatsächlich den letzten Feuerkelch. So,
Dann das, die hört sich hier. Okay, hier scheint nichts zu geben. Dann einmal nach oben, würde ich sagen. Ja, aber die haben mich angegriffen. Ich hätte mit denen alles noch friedlich hier geklärt. Fürs Erste. Unmöglich. Unmöglich. So, was damit? Ein Goldpokal. Ich hatte jetzt kurz gehofft, dass das vielleicht ein Dings ist. Was haben wir da oben? Schmuck. Kurz die Hoffnung gehabt, dass das vielleicht ein Feuerkelch ist. Unmöglich. So, hier haben wir noch eine. Das kenne ich schon. So, was gibt's hier noch? Apfel, Reis, Schnaps. So, kann ich eben jetzt nochmal Gift herstellen? Dazu fehlen mir die Zutaten. Okay. Kann ich nicht machen, schade. So, hier haben wir noch eine Metalltruhe. Und hier. Unerwartet Ben Arai befreit. Also, ich hätte mir damit gerne mehr Zeit gelassen. So, das speichere ich jetzt noch einmal. Und dann schaue ich nochmal, wem ich davon eigentlich hätte berichten hätte sollen. Ben Arai. Hurit. Ah, okay. So, dann sag ich mal Hurit Bescheid. Komm, wir haben jetzt mittlerweile so viele Heiltränke. Vor allem die beiden Städte, Ben Arai und Lago, die hängen schon sehr stark miteinander zusammen. Also es hätte vielleicht so oder so passiert mit den beiden. Dass wenn Lago befreit ist, dass auch Ben Arai sofort befreit werden müsste. So. Hurit. Und wo ist Vatras? Hätte ich vielleicht Vatras Bescheid sagen sollen? Vatras. Jetzt hätte, wo ist Vatras?
Bring mir was über die Jagd bei. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, das können wir noch nicht. Oder warte, zeig mir deine Ware. So, der 20.000. Geben wir ihm das und das. Dann darf er das haben, die darf er haben. Die Goldpokale. Das hier. Oh, scheiß drauf, das. Ich verkaufe ihm jetzt einfach alles. Zähne. Das brauchen wir nicht. Das hier. Das. Hier haben wir die Dinger und die Dinger und das Ding. So, das, das. Das, das, das. Licht. Ich glaube, die brauchen wir auch nicht. Aber die will ich noch benutzen irgendwann. Das Katana, Assassinschwerter. Dann normales Schwert, Assassinenmesser. Rostiges Schwert, Knüppel. Assassinenbogen, Jagdbogen, Kampfstäbe, Speere, das hier. So, Goldausgleich. So, wo ist was das? Ich gehe nochmal kurz zurück nach Ben-Arai und gucke mal, ob da sich jetzt was aktualisiert hat, was neu ist. Also, da sind wahrscheinlich jetzt Nomaden dort. So. Und sind die schon da oder? Okay, da ist schon der erste. Der erste Nomade. Aber bis jetzt noch kein Watras. Wo ist Watras hin? Na egal, ich würde sagen, wir machen dann hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.